Wir sind ein stationärer Träger der Berliner Jugendhilfe. Bei uns wohnen Jugendliche zwischen 15 und 21 Jahren, im betreuten Einzelwohnen und in einer Jugendwohngemeinschaft. Unsere Aufgaben umfassen sowohl die Alltagsbewältigung als auch Gesundheitsfürsorge, Bildung, die Suche nach Schulplätzen, nach Ausbildungsplätzen, nach einer eigenen Wohnung, Freizeitaktivitäten und die Begleitung in Krisen natürlich. Die Jugendlichen, die wir betreuen, können aus unterschiedlichen Gründen nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben. Zum Beispiel, weil es unumstößliche Konflikte gibt oder weil die Eltern nicht in Deutschland leben oder weil die Eltern tatsächlich nicht mehr am Leben sind. Wir sind nicht spezialisiert auf irgendeine besondere Jugendgruppe, sondern bei uns spielt es keine Rolle, woher die Jugendlichen kommen, was für sexuelle Orientierung sie haben, was für eine Gender-Identität oder welche Sprachen sie sprechen. Wir schauen sehr individuell auf den einzelnen Menschen und schauen dann, welche Ressourcen er hat. Wir arbeiten in einem professionellen Team zusammen, wir sprechen unterschiedliche Sprachen und wir greifen auf ein Netzwerk zurück, was für individuelle Problemlagen ausgelegt ist. Im Zuge der ganzen Gender- und Non-Binary-Debatte haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht, wie man gendersensible Sprache in den Alltag integrieren kann. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, das eigene Pronomen zu benutzen, wenn man mit neuen GesprächspartnerInnen in Kontakt tritt. So wird das Thema immer selbstverständlicher. In dem Moment, wo die Jugendlichen bei uns einziehen, übernehmen wir eine zentrale Rolle im Leben von ihnen. Wir nehmen sie so an, wie sie sind, mit all ihren Geschichten, ihren Ängsten, ihren Träumen, aber auch vergangenen Traumata. Wir glauben an sie und begleiten sie, bis sie im Idealfall irgendwann soweit sind, diesen Weg alleine weiterzugehen. Ziel der Jugendhilfe, wenn sie entlassen werden, ist es, dass sie wissen, wie und wo sie sich Hilfe holen können und dass sie fähig sind, für sich selbst einzustehen.